Herzlich willkommen zurück zu unserem Worldwide 2 Eclog, dem vorletzten Part, oder hoffentlich vorletzten Part und nicht den letzten Part, das fände ich verdammt bescheiden. Alter, da unterhalte ich mich mal nur mit Nils, wenn wir aufnehmen. Echt, ich kann mich nur mit ihm unterhalten, wenn wir aufnehmen. Und vorher will ich ein bisschen reden von der Aufnahme und er fängt einfach an. Okay. Dann spiele ich jetzt eben halt im Hintergrund laut WWE 2K14. Ich dachte, wir machen hier jetzt den Dingens. Okay, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ganz wichtig, alle Pokémon mit Fokusgurt, das heißt das Meditales und das Karadonis mit Robustheit sind böse. Wie viel kostet eine PS4? Zu viel. Das ist 450 oder so, ohne Spiel. Ich guck mal bei eBay. Ach nee, 400 ohne Spiel, 450 mit Spiel. So, bei eBay. Jetzt überlegen wir mal. Er startet mit Throw. Und das Gegenstück Geotesto, genau, Geotesto. Okay. Was? Und eine Xbox One. Eine PS1, mhm. Würde ich mir nie kaufen, eine Xbox One. Okay. Kann man auf der PS4 die PS3-Spiele spielen? Nein. Das heißt, ich möchte meine PS3 behalten. Richtig. Verdammt! Alter, ich weiß echt nicht, mit wem wir starten sollen. Oder ich verkaufe meine PS3, aber die Spiele darauf spiele ich sowieso nicht mehr. Ich kann mir die Spiele dann ja, die ich da gekauft habe, wieder runterladen. Burner. Ich kann mir die Spiele doch wieder runterladen, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob sie PS4-kompatibel sind. Ah. Wir starten, glaube ich, mit Burner. Moment, es kann Stone Edge. Nein, Burner ist auch blöd. Alter, ich weiß nicht, womit ich starten soll. Da muss Justus. Weil ich mit Cesaro kann ich überhaupt nicht benutzen, weil Kampf sehr schlecht, ne? Burner! Nenn ihn nicht Burner ist eine schlechte Wahl, weil Bulldoze und Stone Edge. Ich glaube wirklich, die klügste Wahl ist Shimmy. Hier zu starten. Ich brauche kein Geld. Weil ich meine, die meisten Kampf... Ja, okay, Geotesto und Karadonis, die halten immer so scheiße viel aus. Weißt du, das sind total beschissene Pokémon, aber die halten immer so viel aus. Und wenn ihr euch noch an unseren Pokémon Y Wonderlock und unseren Pokémon Y Wetlock erinnert, das lief nicht gut, Leute. Das lief nicht gut gegen Geotesto und Karadonis. Hast du irgendwelche Probleme? Ja, ich hab Probleme. Hier sind echt ganz billige, ne? 334 beim einen. Das ist, aber es ist ein Gebot! Tja. Und es geht noch 18 Minuten. Ich hab kein Geld! No. Ich hab nicht ganz Geld, ich hab. Ich bin, Schatz, ganz ehrlich. Hast es. Ganz ehrlich, wenn du eine PS4 kaufen willst, ne? Warte doch einfach, bis Bloodborne draußen ist und guck, dass die einen Bloodborne-Bundle bringen. Alle sind glücklich. Wann kommt Bloodborne raus? Um meinen Geburtstag herum. Also hast du vielleicht schon ein Geburtstagsgeschenk für mich, ne? Was? Ja. Wann kommt WWE 2K15 raus? Halloween. Ich meine für die PS4, du Idiot. 2 Tage vor deinem Geburtstag. Genau. Weißt du, wann ich also die PS4 haben will? 3 Tage nach deinem Geburtstag. Nein, am besten zu meinem Geburtstag. Alter! Okay, gegen... Guck mal, du hättest ja noch ein total tolles Geschenk für mich. Burner ist, glaube ich, gegen Meditalis die klügste Wahl, weil Meditalis hat so viele Elementar-Punches. Hat jemand Lust, mir Geld zu schenken? Hat jemand Lust, mir Geld zu schenken? Ich hätte echt gerne eine PS4. Ich würde sogar Let's Play zu WWE 2K15 machen. Einziges Problem wäre, glaube ich, mit der Musik, aber das würden wir schon irgendwie regeln. Crunch ist neutral, Outrage ist neutral, ne? Ganz ehrlich, Schatzi, du hättest so ein tolles Geschenk für mich. Outrage. Na? Nein. Na? Komm, okay. Ist sowieso egal. Er wird es auf den Fokusgurt bringen, deswegen der erste Angriff war egal. Er wird in der nächsten Runde heilen.
Mann, du hättest jetzt auch den High Jump Kick einfach mal verfehlen können. Oh mein Gott, macht das viel Schaden. Da schenke ich dem Trottel irgendwelche tollen Spiele, die er sich unbedingt wünscht. Und was krieg ich? Ein Nein. Schatz, ich bin hier. Lass dich jetzt mal bitte schön auf Pokémon hier konzentrieren. Nee. Und wie ich jetzt Meditalis fertig gemacht habe, Alter. Der hätte auch den High Jump Kick verfehlen können und dann wäre er direkt in der Runde tot. Karadonis. Okay, was ist am klügsten gegen Karadonis? Es kann Ice Punch, Earthquake. Arsch. Ich glaube wirklich wieder Shimmy. Shimmy ist hier wirklich noch am praktischsten, weil die wenigsten Pokémon haben eine sehr effektive Attacke gegen ihn. Meditalis zwar schon, aber ich sage die wenigsten, ne? Ja. Und Kampf-Pokémon haben sehr selten wirklich gute Verteidigung. Okay, es hat doch eine größere Verteidigung, als ich jetzt gerade gedacht hätte. No. Okay, und er hat jetzt noch einen Defense Drop. Das ist tot. Ich habe nämlich, ich habe wirklich, ich muss echt sagen, vor Eugene habe ich wirklich Angst. Und wo wir gerade mal so dabei sind, ne? Ja. Kann sich noch irgendwer, das habe ich vorhin gar nicht angesprochen, das machen wir noch am Ende, ne? Ja. Kann sich noch irgendwer an den... Moment, da ist jetzt eine doofe Idee. Scheiße, es war eine relativ doofe Idee. Aber ich glaube, Justus müsste schneller sein. Wir haben es gar nicht angesprochen. Der... Ja, Justus ist schneller. Der Raum von Eugene, ne? Ich kann mich wirklich kaum noch daran erinnern, wie der in Schwarz und Weiß aussah. Liegt vielleicht daran, dass wir den als erstes das letzte Mal gemacht haben, ne? Okay. Es hat auch Stone Edge, Akrobatik und Fake Out. Es hat Mogli. Ich kann Ardina wirklich nicht benutzen, ist das Problem, weil so gut wie alle Pokémon irgendwas haben, was effektiv gegen sie ist, ne? Aber ich habe jetzt irgendwie nicht so das Gefühl, als könnte Bichu irgendwas ausrichten. No. Er macht jetzt eh Fake Out. Erste Runde. Warum auch nicht? Ich meine, wenn man Mogli hat, warum sollte man nicht in der ersten Runde benutzen, ne? Oh, bitte mach High Jump Kick. Danke! Oh mein Gott, perfekt! Ich benutze Fliegen und in der Runde macht der High Jump Kick. Bam! 50% Leben weg. Yes! Yay! Deswegen benutze ich High Jump Kick auch so ungern. Toll. Okay, Stone Edge, Drain Punch, Payback, Mark Punch. Ich glaube, wir haben es in der Tasche. Weil er kann auch relativ wenig gegen Justus machen. Mhm. Ne? Und Justus hat eine sehr effektive Attacke gegen Conkeldo. Nur, also gegen, oh, wie heißt es nochmal, Meistergriff. Ne? Problem ist, das Vieh hält verdammt viel aus. Ja. Das ist so ziemlich eines der Kampf-Pokémon. Ich habe zum Beispiel gesagt, die meisten Kampf-Pokémon sind ja eher... was die Verteidigung angeht, recht schwach, ne? Es gibt da wirklich einige Ausnahmen. Hier, Meistergriff? Ne? Was doof ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit Fliegen einsetze, dann kriegt er die ganze Zeit noch Überreste. Ne? Aber Meistergriff ist hält relativ viel aus und Irokex hält relativ viel aus. No. Justus, hättest du nicht krippen können? Okay. Das ist jetzt echt schwer. Entweder ich greife an, riskiere es, dass Fliegen daneben geht, ne? Mhm. Nee, ich muss Justus... Ich glaube, die klügste Wahl ist es jetzt echt, Justus zu heilen, auch wenn er sich dann quasi alles, was wir gerade gemacht haben, wieder zunichte ist, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt Fliegen mache, es ist eine 95%ige Wahrscheinlichkeit. Nachher geht es wirklich daneben. Und vor allem, er hat sowieso Mark Punch benutzt. Gut, dass ich geheilt habe. Ne? Wirklich sehr gut, dass ich geheilt habe. Ich habe nämlich komplett vergessen, dass es viel Tempo-Heap hat. Ich wäre losgegangen, hätte Fliegen benutzt, der hätte mit seinem Tempo-Heap getroffen und Justus wäre tot gewesen. Aber weil ich halt Angst hatte, dass Fliegen daneben geht, ein Glück, ne? Ich muss echt sagen, Irokex ist nervig.
hält nervig viel aus. Gut, Meistergriff ist erledigt. Ja, immer wenn ich so ziemlich gegen Iro-Kekse antrete, ne? Online im Wi-Fi. Ich krieg die nicht tot. Ich krieg die verdammt nochmal nicht tot. Ja, ich muss sagen, wenn wir hier so sehen, ich muss da, an sich für so eine Kampfarena gefällt sie mir, ne? Nur wenn ich mich wirklich noch recht erinnere, ich bin mir da nicht 100% sicher, aber in Schwarz und Weiß war, meine ich, hier die Arena von ihm ein Boxring oder auch ein Wrestlingring, also so ein Ring. Ja. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall viel cooler für so ein Kampf-Pokémon als so. No. Auch wenn ja die meisten Kampf-Pokémon teilweise eher so die Richtung hier Karate, Kung-Fu und so gehen, ne? Ich meine, mit Wrestladero haben wir das erste Wrestling-Kampf-Pokémon. Wir haben Nocturne, das in die Richtung Boxen geht, ne? Aber wenn ihr wirklich die meisten Kampf-Pokémon anguckt, die gehen immer so in die Richtung Kung-Fu. Also asiatische Sportarten. Stimmt. Ist mir noch nie aufgefallen, wirklich. Ja, ist mir auch gerade, als ich mir so überlegt habe, ne? Mhm. Aber die meisten gehen wirklich so in die Richtung. Weil ich meine, Panferno ist eher so in die Richtung, ne? Logok, ne? Dann natürlich hier Karadonis, Giotesto, gegen die wir ja gekämpft haben, ne? Ja. Wishu sowieso, ne? Mhm. Hariyama ist Sumo-Ring. Aber liegt vielleicht auch daran, dass einfach so im östlichen Bereich es einfach mehr Kampfsportarten gibt. Ja, könnte sein. Wobei ja wirklich die ganze Nocturne und also die ganze Rabauts-Entwicklungsreihe, ne? Die hat ja eher so typisch westliche Kampfsportarten, so Boxen, okay, Kickli, Kicken, ja, okay, ne? Ja. Ist halt, es schlägt zu, ne? Mhm. Und halt, Capoeira, natürlich direkt auf genau diese Kampfsportart, ne? Naja, wir haben es dann heute hiermit geschafft, dieses Top 4-Mitglied zu besiegen, ohne dass unsere Pokémon besiegt wurden. Ich heile mal noch eben unsere Pokémon. Und morgen im letzten Part, das wird wirklich der letzte Part, das wird das Finale. So oder so, komm mal was wolle. Ja. Entweder wir werden platt gemacht oder wir machen Lilia platt. Werden wir gegen Lilia antreten und hoffentlich Lilia besiegen und diesen Egglock gewinnen? Denn dann haben wir mit eurer Hilfe es geschafft, diesen Egglock zu schaffen. Denn nur dank euch, dank euren Eiern, konnten wir es soweit schaffen. Und deswegen sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Gefällt mir und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.